Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Im ersten Teil dieser Videoreihe hatte ich ja gezeigt, wie man mit BearCrypt einen verschlüsselten Datencontainer anlegt, wie man ihn einbindet und wie man auch Daten darauf kopieren kann. In diesem Video nun möchte ich auf die weiteren Verschlüsselungsoptionen eingehen. Die Verschlüsselung von Partitionen und dergleichen werde ich dann in einem späteren Video noch zeigen. Gut, um nun zu den Verschlüsselungsoptionen zu kommen, müssen wir natürlich erstmal wieder ein Volume erstellen. Ich mache das jetzt genauso wieder wie im ersten Video, nur etwas schneller, ohne jetzt nochmal was zu erklären. So, und hier sind wir jetzt bei den Verschlüsselungsoptionen. Als erstes müssen wir natürlich auf jeden Fall ein Passwort eingeben. Und hier haben wir noch zwei Möglichkeiten, die Verschlüsselung bzw. die Sicherheit des Containers etwas zu erhöhen. Die dritte Option hier, Passwort anzeigen, ist natürlich klar. Wenn ich das anschalte, sieht man eben das Passwort im Klartext. Als erstes muss man sich darüber im Klaren sein, dass man zwar hiermit die Sicherheit erhöhen kann, gleichzeitig aber auch die Entschlüsselung, also quasi die Bedienung des Containers, etwas komplizierter wird. Ich kann hier als erstes eine Schlüsseldatei verwenden. Wenn ich das jetzt hier anhake, wird halt diese Schaltfläche hier freigeschaltet. Und ich kann jetzt hier in diesem Dialog Schlüsseldateien, wohlgemerkt Plural, hinzufügen. Bevor ich jetzt hier Dateien hinzufüge, sollten wir vielleicht erstmal klären, was Schlüsseldateien eigentlich sind. Im Prinzip sind Schlüsseldateien nichts weiter als beliebige Dateien, die ich selbst irgendwo gespeichert habe, die ich aber dann jedes Mal, wenn ich den Container entschlüsseln möchte, mit angeben muss. Ich werde jetzt hier gleich eine Datei hinzufügen. Das kann im Prinzip ein MP3, ein JPEG, ein ZIP, aber das kann auch ein DOC, irgendeine Textdatei oder sonst irgendetwas sein. Wichtig dabei ist, meiner Meinung nach jedenfalls, dass man jetzt hier nicht unbedingt die Datei so benennt, dass jedem sofort auffällt, aha, das ist die Schlüsseldatei von dem Container XY. Die sollte halt einen ganz normalen Namen haben. Und wichtig dabei ist, das muss man sich merken, wenn man den Namen vergessen hat, kann man den Container später nicht mehr entschlüsseln. Und auch löschen oder verändern darf man diese Datei nicht mehr. Deswegen empfehlen sich hauptsächlich Dateitypen, die eigentlich nicht mehr verändert werden sollen. Das sind halt eben MP3-Audiodateien. Die spielt man eben einfach nur noch ab. Oder PDF-Dateien bzw. Bilder. Die schaut man sich einfach nur noch an. Gut, ich wähle jetzt hier dieses Bild aus. Dann sehen wir hier, welche Datei wir hinzugefügt haben. Ich könnte das jetzt mehrmals machen, wenn ich noch mehr Bilder oder ein MP3 noch hinzufügen möchte. Ich kann aber auch hier einfach einen Pfad auswählen, in dem 10 Dateien zum Beispiel drin liegen. Die können auch unterschiedlich sein, das können halt eben auch Bilder, PDFs und ZIPs sein. Aber ich muss diese 10 Dateien dann eben jedes Mal mit angeben, wenn ich den Container entschlüsseln möchte. Sicherlich erhöht die Anzahl der Dateien, die ich jetzt als Schlüsseldatei verwende, die Sicherheit, aber das kann dann eben auch sehr, sehr schnell zu einem Risiko werden, wenn man diese Dateien vergisst oder verändert. Da reicht ja dann schon die Änderung einer Datei und im Prinzip ist dann der Container nicht mehr entschlüsselbar. Gut, ich möchte das jetzt hier natürlich erstmal nur mit einer Datei machen. Im Übrigen spielt der Pfad keine Rolle. Sie können diese Dateien auch auf einen USB-Stick kopieren, sodass Sie diese Schlüsseldateien immer unterwegs dabei haben. Allerdings sollten Sie definitiv eine Kopie irgendwo lagern dieser Dateien, ganz einfach, weil USB-Sticks kaputt gehen können oder verloren gehen können. Sollten Sie mal bei der Erstellung eines BearCrypt-Containers keine Schlüsseldatei zur Hand haben oder vielleicht nicht die passende, dann können Sie sich hier einfach von BearCrypt eine generieren lassen. Das sieht so ähnlich aus wie bei der Verschlüsselung eines Containers. Sie können jetzt hier sagen, wie viele Dateien erzeugt werden sollen. Sie können die Größe dieser Dateien angeben bis zu einem gewissen Grad. Und hier geben wir einfach den Namen der Datei ein. Ich gebe jetzt hier bewusst keine Dateiendung ein und sage jetzt hier einfach nur, wenn der Balken hier grün ist und voll ist, Schlüsseldateien erstellen und speichern. Dann gebe ich jetzt den entsprechenden Ordner an, wo ich diese Datei hinhaben möchte. Ich sage jetzt hier mal Bilder, weil da die anderen Schlüsseldateien schon drin sind und sage okay. Dann finden wir hier in den Bildern jetzt diese Key-Datei, die hat keine Endung und ist dadurch sozusagen von den anderen Dateien natürlich irgendwie unterscheidbar. Aber ich denke mal, trotzdem ist sie halt unauffällig. Natürlich nicht mit diesem Namen.
Und wenn ich diese Datei benutzen möchte, dann muss ich die natürlich jetzt hier über diesen Dialog hinzufügen. Ich möchte der Einfachheit halber aber jetzt nur eine benutzen und deswegen entferne ich die jetzt hier wieder. Als weitere Option steht Ihnen auch hier noch die Smartcard zur Verfügung, wenn Sie so ein Lesegerät haben und der entsprechende Treiber auf Ihrem Rechner installiert ist. Der muss, wie man hier lesen kann, PKCS Nummer 11 Bibliothekssoftware kompatibel sein. Da ich aber so ein Gerät nicht habe, kann ich dazu jetzt keine weiteren Aussagen machen, wie das genau funktioniert. Weshalb ich jetzt hier einfach erstmal mit der Erstellung des Containers weitermachen werde. Ich klicke also auf Weiter. Er sagt mir, wie üblich, dass das Passwort zu kurz ist. Ich sage jetzt hier einfach Ja. Ich lasse die ganzen Einstellungen, wackel kurz an der Maus und sage Formatieren. Und sage Beenden. Und wenn ich jetzt die Datei einbinde, wie das geht, haben wir im letzten Video schon gesehen. Und ich sage jetzt hier Einbinden. Dann muss ich zusätzlich zum Passwort immer auch hier sagen Schlüsseldatei verwenden und die entsprechende Datei hier hinzufügen. Nur dann kann ich diesen Container auch entschlüsseln bzw. einbinden. Gebe ich aber zum Beispiel jetzt hier beim Einbinden nur das Passwort ein, und wir können uns überzeugen, dass es das richtige Passwort ist, und ich lasse das hier weg, dauert der Entschlüsselungsversuch wesentlich länger und wir bekommen am Ende eine Fehlermeldung. Zu beachten ist hier allerdings, dass es hier keinen Hinweis auf die fehlende Schlüsseldatei gibt, sondern es wird einfach nur gesagt, dass das Passwort eventuell falsch sein könnte oder dass es eben gar kein VeraCrypt-Volume ist. Das ist zum einen gut, weil ein eventueller Passwortdieb damit keinen Hinweis darauf bekommt, warum sein Passwort nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man selber das mal vergessen hat, dass man diese Datei angeben muss, steht man dann erstmal da und weiß gar nicht, wieso geht das jetzt nicht. Das Passwort ist doch richtig. Dies nur als Hinweis. Die andere Möglichkeit, unseren Datencontainer sicherer zu machen, ist die Verwendung von PIM. PIM ist nicht der Personal Information Manager, sondern hier der Personal Iteration Manager. Ich hake das also an und klicke weiter. Hier wieder die Meldung, dass das Passwort zu kurz ist. Und hier werden wir jetzt gebeten, den sogenannten Volume PIM einzugeben. Der Text klärt uns im Prinzip auf, wie der PIM ungefähr funktioniert und dass der Standard-PIM 485 ist und der PIM vor allen Dingen dann sinnvoll ist, wenn man ein Passwort hat, was weniger als 20 Zeichen hat. Dann kann der PIM nicht kleiner als 485 gesetzt werden, weil das dann sozusagen die Sicherheit nicht mehr gewährleistet, die man zumindest standardmäßig bei VeraCrypt haben sollte. Die Veränderung dieses Wertes hier, Volume PIM, hat im Prinzip drei Funktionen. Zum einen fungiert es als zweites Passwort beim Einbinden von Volumes, denn diesen Wert, den ich hier eintrage, zum Beispiel 500, den muss ich dann auch jedes Mal beim Einbinden mit angeben. Zum zweiten beeinflusst dieser Wert hier die Zeit des Einbindens von Containern oder auch Partitionen. Je höher dieser Wert ist, umso länger dauert das Einbinden und je niedriger, logischerweise, umso schneller geht es. Der dritte Faktor ist die Sicherheit. Hat man, wie hier steht, 20 Zeichen oder mehr, dann kann man diesen Wert durchaus auf dem Standardwert lassen von 485. Möchte man unbedingt ein kürzeres Passwort verwenden, dann sollte man sich unbedingt überlegen, ob man hier diesen PIM-Wert nicht etwas höher ansetzt als diese Standard 485, einfach um die Sicherheit seiner Daten zu verbessern. Ich werde jetzt hier einfach mal 500 eingeben und ich werde jetzt hier auch schon angewiesen, dass ich mir das merken soll. Ich kann natürlich auch hier den PIM nochmal anzeigen, halt 500 und klicke auf Weiter. Das werde ich jetzt hier mal kurz überspringen und sage Beenden. Und wenn ich jetzt das Volume wieder einbinden möchte, gebe ich hier das Passwort ein. Und sage ihm auch, dass ich das PIM verwenden möchte und muss dann jetzt hier
eben diese 500 eingeben. Und schon ist es eingebunden. Vergisst man beim Einbinden eines solchen VeraCrypt-Containers anzugeben, dass man den PIM benutzen möchte, oder gibt man einen falschen PIM an, bekommt man auch dieselbe Fehlermeldung wie die, die wir vorhin schon gesehen haben. Diejenigen, die vielleicht besonders viel Wert auf Sicherheit legen, haben sich vielleicht gefragt, ob man diese beiden Optionen, PIM und Schlüsseldatei, auch kombinieren kann. Ja, das geht. Dann muss man eben beim Anlegen des Containers oder der Partition beides mit anhaken und die entsprechenden Sachen einstellen. Man muss dann eben beim Einbinden auch jedes Mal neben dem Passwort hier den PIM angeben und die Schlüsseldatei auswählen. Da muss man sich dann überlegen, wie wichtig einem die erhöhte Sicherheit ist gegenüber einer verschlechterten Praktikabilität. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp aus der Anleitung von VeraCrypt, wie man die Einbindezeit noch etwas optimieren kann. Und zwar, wenn man bei der Erstellung eines Volumes diesen Hash-Algorithmus sich merkt, den man hier einstellt. Standardmäßig steht ja dieser Algorithmus auf SHA-512 und wenn man den üblicherweise nicht ändert, dann kann man sich den ja auch ganz gut merken. Und genau diesen Algorithmus hier kann man dann beim Einbinden, ich muss das hier nochmal trennen natürlich, jetzt einbinden sage, dann kann man hier anstelle der automatischen Erkennung den Algorithmus auswählen, den man verwendet hat. Und wir wissen ja, dass wir den SHA-512 benutzt haben, also können wir den hier einstellen und dann soll auch das Einbinden schneller gehen, weil er dann sozusagen nicht erst danach suchen muss oder ausprobieren muss. Gut, das war es im Prinzip zu den Einstellungen für das Einbinden und ich hoffe, Sie haben ein paar Möglichkeiten für sich entdeckt, wie Sie Ihre Daten noch etwas sicherer machen können. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Kritik, Fragen und Anregungen bitte in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben oder lasst ein Abo da.